Ich begrüße Sie herzlich bei Land und Leben aus dem Ötztal heute. Wir sind hier auf der Niedertalalm im Fendt und das sind die Themen dieser Ausgabe. Die Niedertalalm im Ötztal, wie tausende Schafe und ihre Hirten den Almsommer erleben. Der Sachsalphof in Schnals, wie einer der letzten nicht erschlossenen Höfe über ein kühnes Straßenbauprojekt erreichbar gemacht wird. Adelige und Landwirtschaft, wie sich Freiherr Karl Philipp von Hohenbühl für die Landwirtschaft und den Erhalt der Burgen einsetzt. Jedes Jahr ziehen tausende Schafe vom Schnalztal über den Similaun auf teils gefährlichen Routen durch Eis und Schnee ins Niedertal und Rofental im Ötztal. Das sind Weiderechte, die seit Jahrhunderten bestehen und die die Bauern aus dem Schnalztal nutzen. Wir konnten einen Almsommertag in dieser Gegend verbringen, kurz vor Ende des Almsommers, und dabei einen Einblick gewinnen in die harten, aber auch schönen Seiten der Almwirtschaft, die Tiere und Menschen auf ganz besondere Weise verbindet. Der Sommer ist relativ gut gegangen. Es ist in Anfang, im Frühjahr, wenn wir hergekommen sind, ist bis ganz alle oben gewesen. Die Schafe sind gleich alle ganz alle gerannt. Das Gras ist, es ist grün gewesen bis ganz oben. Jetzt natürlich im Spätsommer und im Herbst merkt man jetzt, dass halt auch in der Herbst Gras knapp wird. Die Schafe jetzt wieder hergekommen. Aber sie finden jetzt die nächsten 10 Tage, wo wir noch da sind, finden sie da auch noch genug zu fressen. Kein Wunder bei der Größe des Weidegebietes. Auf 6000 Hektar können die 1400 Schafe und 140 Ziegen den ganzen Sommer über grasen, bis auf eine Höhe von 2700 Meter hinauf, am Fuße des Marzell- und Similaun-Gletschers. Ich stehe im Sommer so mit dem Tag um 5 Uhr Uhr bin ich auf. Halbe 6, 6 starte los, nehme ein Panscherle Salz. Zu die Hochen salzen. Wir haben überall so Salzträglein hingebracht, wo man, die wir mit Salz auffüllen. Da können sich die Schafe ihr Salz nehmen, wenn sie es brauchen und wenn sie es wollen. Wenn man so einen ganzen Tag geht, ja, natürlich macht man ein paar Kilometer. Es können auch mal locker 20 Kilometer zusammenkommen. Wenn man speziell jetzt in Herbstnarben zusammentreiben, kann es halt schon passieren. Die Schafherde mit den Muttertieren und Lämmern gut über den Sommer zu bringen, ist das wichtigste Ziel eines jeden Hirten. Gefahren gibt es genug am Berg. Gewitter, Raubtiere und nicht zuletzt die Risiken, die die Touristen mitführen. Man sagt so 1-2%, Helfrister Berg, die Samenkern im Berg. Ihre Freunde, ihre Stürze nach, werden von Sturm getroffen. Und da findet man halt noch dort. Und das sind halt auch ihre, die man nicht findet. Nicht. Bär und Wolf haben wir bis jetzt noch zum Glück nicht gewarnt. Was bei uns da noch ein bisschen ist, ist der Adler. Der Sell, die kleinen Lämpler, ja, die haben, wenn man nicht ganz gut schaut, die haben unter sich. Das große Problem ist die freilaufenden Hunde für die Touristen. Das gibt meistens, die sagen zwar, das tut er, meiner macht das nicht, das tut er nicht, hat er noch nie gemacht. Und dann geht es, rennen die Schafe weg, der Hund hinten nach und dann geht's halt meistens geht's abwärts und es geht Bach zu. Und so findet man dann halt gar nicht, nicht. Immer mehr Touristen, viele mit Hunden, wandern durch das Niedertal. Unterwegs auf dem europäischen Fernwanderweg Nummer 5, der von Oberstdorf ins Ötztal nach Fendt und weiter durch das Niedertal hinauf zur Samor- und Similaunhütte und über das Niederjoch hinunter nach Vernackt ins Schnalztal führt. Wenn ich oft so schaue, was unten beim Weg da vorbeigeht, will ich nicht gerade die Schafe, die damischen heißen, dann muss man schon zu denen sagen, die da zirkulieren. Nicht? Mehrmals im Sommer schaut der Obmann vorbei. Josef Götzsch vertritt die 21 Mitglieder der Alminteressenschaft Niedertal seit 10 Jahren mit viel Einsatz und Geschick. Insgesamt haben 38 Bauern aus Südtirol ihre Tiere auf der Niedertalalm. Davon nur 2 aus dem Schnalztal. Einer von ihnen ist Götzsch selbst mit 190 Schafen. Die Schnalzer Bauern
Die treiben deswegen nicht auf der Niedertalalm, weil auf der Niedertalalm werden Schafe von verschiedenen Rassen eben aufgetrieben. Und die einzelnen Bauern möchten so eine Reinzucht vom Schnalzerschaf eben garantiert wissen. Der Schafwandertrieb vom Schnalztal ins Ötztal, die sogenannte Transhumanz, ist eine jahrtausendealte Tradition und aus heutiger Sicht so einzigartig, dass sie seit 2011 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO zählt. Seit Jahrhunderten haben die Schnalzer Bauern also die Weiderechte und das Grundeigentum im Nieder- und Rofental. Diese Rechte blieben auch nach 1919 mit dem Vertrag von Saint-Germain und der daraus folgenden Abtrennung Südtirols von Österreich bestehen. Die Grenze hat sich verschoben. Dennoch besitzen die Schnalzer Bauern im Niedertal noch 2170 Hektar. Weitere 3500 Hektar haben sie dazu gepachtet von den österreichischen Bundesforsten und nochmal 740 Hektar von privaten Besitzern sowie der Agrargemeinschaft Fenterer Mohl. So war es auch an der Zeit, eine neue Schäferhütte zu bauen, die 2012 fertiggestellt wurde. Vorher hausten die Hirten in einem einfachen Steinhaus ohne Strom und Wasser. Ein Almausschank ist zudem geplant für die nächsten Jahre. Dazu soll auch ein E-Werk, eine öffentliche Toilette und eine Pflanzenkläranlage gebaut werden. Mich treibt um, weil ich mir das schon zu Beginn meiner Obmannschaft verschrieben habe, dass ich aus der Niedertalalm will eine Alben machen, der im Aufblühen ist und wo ich mir sagen kann, nach Ablauf meiner Amtszeit, dass ich etwas daraus gemacht habe. Und das kann ich in die nächsten weitergeben. Die laufenden Kosten und Investitionen begleicht die Alminteressenschaft derzeit mit öffentlichen Almfördergeldern, mit dem Schafgeld der Bauern und zu einem guten Teil mit der Verpachtung der Jagdhütte an einen Privaten. Die Sommerweide stärkt nicht nur die Tiere, sondern fördert auch den Landschafts- und Naturschutz und sogar die Artenvielfalt auf den Moränenböden, die die stark schmelzenden Gletscher zurücklassen. Vor allem durch die Bewirtschaftung steigt jährlich die Vegetationsflächen. Vor allem durch den nächtlichen Nachtquartier vom Kleinvieh, das ständig noch höher wandert. Durch den sich der Gletscher ständig zurückzieht, verschmutzen sie die frei werdenden Flächen mit Kot und damit tragen sie wesentlich dazu bei, dass Humus in die Höhe getragen wird und dann im Jahr danach ist wieder eine zusätzliche Weidefläche. Seit 8 Jahren bringe ich die Schafe hier auch. Sie gehen auf die Sommerweide. Sie haben da eigentlich ein schönes Gebiet und sie kommen eigentlich halt dann wieder recht gut zurück. Es ist auch ein bisschen vielleicht bei mir Nostalgie dabei, weil ich einfach, mein Hof ist unten in Schorsch, also direkt neben dem Schnalztal. Und mir passt das eigentlich auch so. Und also wie der Betrieb ist oder wie ich da die Schafzucht betreibe, geht mir das eigentlich relativ gut. Der Almsommer neigt sich dem Ende zu. Elmar, der seit vielen Jahren seine ganze Urlaubszeit als Hirte auf der Niedertalalm verbringt, trifft die ersten Vorbereitungen für den Almabtrieb. Bald kommen die Treiber, um die weit verstreuten Schafherden einzusammeln, die ihre Besitzer an den Farbmarkierungen am Rücken wiedererkennen. Viehkenntnis, Bergerfahrung, ein scharfes Auge und der Blick für das Wesentliche sind Eigenschaften, die der gute Hirte braucht. Man muss sich da jetzt von den 1500 Stücken jetzt Schafel und Gäsel persönlich kennen. Das ist gerade möglich. Aber wenn man sich die Farbkennzeichnung und das Mutterschaf mit der erschellenden Lampe, dann hat man auch schon einen Blick. Das ist, die halten sich an den Standort auf, die an den. Und das sollte man halt schon haben. Und im Berg sollte man sich halt, sollte man auch ein bisschen kennen. Man hat schon das Fernglas als Hilfe, ja, aber viel sieht man halt so mit freien Augen.
Es lässt zwar ein bisschen nach mit einem alten Sauge, aber halt, noch sehen wir halbwegs, wenn wir wollen. Und wenn wir nicht wollen, sehen wir oft etwas gar nicht. Die größte Herausforderung für Mensch und Tier, für Treiber, Hirten, Bauern, Schafe und Ziegen, ist jedoch der alljährliche Übertrieb im Juni über Eis und Schnee. Und dann wieder im Herbst der Abtrieb, der bei schönem Wetter ein Genuss sein kann, bei schlechtem Wetter aber für Menschen und Tiere extrem anstrengend ist. Am vergangenen Wochenende sind die Schafe vom Nieder- und Rofental mit ihren Hirten und Treibern wieder wohlbehütet nach Schnalz zurückgekehrt. Zufrieden und auch ein bisschen wehmütig, denn die Zeit auf der Alm ist eine ganz besondere Zeit. Ob die Tradition der Schnalzer Schafalmen im Ötztal weiter bestehen bleibt, hängt jedoch von mehreren Faktoren ab. Elmar aber hofft, dass es weitergeht. Vor allem mal Schaf genug braucht es. Es wird auch mal knapper. Viele Bauern schmeißen hin. Speziell wegen Bär und Wolf auch, wo wir jetzt da zwar noch nicht gerade zu leiden haben, aber und dann halt auch junge Leute, die das weitermachen, weil man wird halt älter. Ich hoffe, dass es weitergeht, auch nach meiner Zeit. War schade, wenn das die Jahrhunderte alte Tradition ausbleiben tat. Aber ich weiß es nicht, wie es geht. Ein sehr schönes Buch über die jahrtausendealte Tradition der Transhumanz in den Alpen ist kürzlich im Rezia Verlag erschienen. Der Titel über Gletscher und Grenzen mit Bildern von Fotograf Mauro Gambicorti und mit Texten von Anja Salzer. Ja, und damit kommen wir zum nächsten Thema und das ist in ganz besonderer Weise mit der Transhumanz im Schnalztal verbunden. Denn Fortunat Gurschler war vor seiner Sesshaftwerdung auf dem Sachsalbhof im Schnalztal 14 Jahre lang Hirte hier auf der Niedertalalm in Wendt. Seit 10 Jahren aber lebt er mit seiner Frau und den 3 Kindern auf dem Sachsalbhof, einem entlegenen Bergbauernhof, der nur zu Fuß erreichbar ist. Es ist einer der letzten nicht erschlossenen Höfe Südtirols. Doch in Kürze wird eine Straße hin zu dem Hof führen über brüchige, felsige Hänge. Eigentlich im Jänner 2007 sind wir daheim. Warum? Ja, irgendwann, egal, wenn du Familie hast und Hirten, kannst du auch nicht ewig machen. Dann musst du halt sagen, nicht besonders zu verwenden. Mit Landwirtschaft passt mir gut. Dann wäre schon, dass ein Hof auflassen oder so, wenn er über Jahrhunderte bewirtschaftet ist, gut. Dann nachher. Und jetzt geht es halt vielleicht wieder eine Generation weiter. Dann ist auch die Arbeitskräfte sind beschränkt und das muss man auch sehen. Und es ist halt viel, man kann mit der Maschine machen, aber man muss viel aus und um verhandeln und seine Mauern und Schuhen und Knitten. Und man, bis Futter zusammen ist, hast du eine Arbeit. Wenn du willst, etwas kaufen, Baumaterialien oder so, und andere, musst du alles mit dem Material so halt bauen. Das ist halt zeitaufwendig und kostenaufwendig zusätzlich. Dann ist der Schulweg auch für die Kinder, muss man es auch rechnen. Aber im Winter war der Weg halt viel gefährlicher. Und deswegen, die Kinder sind ja immer angegangen, schulwegmäßig, weil einfach weil er ein bisschen sicherer ist, weil es ziemlich abschüssig war. Meine, das, jetzt sieht man es ja fast nicht mehr. Aber das waren schon, also es waren Passagen dabei, wo da habe ich mich teilweise auch nicht getraut im Winter, wenn es eisig war, zu gehen. Da habe ich mir gesagt, na, besser halt von unten rauf, weil da kannst du weniger weiter runterfallen. Ja. Da ist halt echt Waldgebiet nachher und das ist ein bisschen leichter. Ne? Nein, ich habe immer gewählt, ja, ich bin ein bisschen auf dem Selbstversorger-Trip gewesen, bin ich immer noch. Und ich war vorher in Amerika und da habe ich auch in der Landwirtschaft gearbeitet. Ne? Ich habe eigentlich vorher nie gedacht, dass ich das überhaupt irgendwie errichte, dass ich das kann. Und da hat mir das eigentlich voll getaugt. Ja. Man hat eine relativ große Freiheit, muss man schon sagen. Das darf man nie vergessen. Wenn man mal woanders gearbeitet hat, dann weiß man das zu schätzen, denke ich. Wir haben auch gedacht, dass das mit der Straße schneller geht. Und das ist logisch, das verzögert und verzögert und dann ist es immer eine Geldfrage ab einem gewissen Punkt. Dieser Hofzufahrtsweg hat eine Länge von ca. 2,5 Kilometern und hat eine Gesamtkostenschätzung von 1 Million Euro.
Dieser Weg erschließt nicht nur den Sachsalbhof, sondern auch rund 350 Hektar Wald und erschließt dann auch andere Nutzflächen für die Landwirtschaft. Die Kosten werden aufgeteilt zwischen circa zwei Drittel, was die Landesverwaltung finanziert, und ein knappes Drittel die Gemeinde Schnals. Und einen anderen Teil, einen Restbetrag, bestreiten die Grundeigentümer selber, das sprich der Eigentümer des Sachsalbhofes, aber auch die Waldeigentümer. Es ist so, dass wir jetzt schon über 6 Jahre die Baustelle offen haben. Und wenn alles reibungslos und gut verläuft, dann rechnen wir, dass wir in circa 1,5 Jahren die Hofstelle erreichen. Das Gelände ist durchwegs extrem steil bis schroff. Es ist felsig und wird von vielen Bächen oder Wasserläufen auch durchzogen. Das heißt, es ist einfach ein extrem schwieriges Baugelände, zum Teil auch etwas instabil. Wir haben natürlich eine jahrzehntelange Erfahrung im Wald- und Güterwegebau und müssen uns natürlich immer schon Schritt für Schritt Vorstellungen machen davon, wie man eben den Weg an diesen Stellen realisieren möchte. Man hat da natürlich hauptsächlich zwei Möglichkeiten. Man kann talseitig, wo man einen Fuß findet, wo man aufbauen kann, talseitige Stützbauwerke errichten oder eben bergseitig auch Mauern errichten bzw. den Fels anschneiden und eben in den Hang hineinbauen. Und in den Tälern kann man dann eben durch Aufschüttung und auch durch Stützbauwerke eben den Hang stützen oder diese Täler dann eben durchqueren. Wir versuchen trotz schwieriger Bauverhältnisse eben landschaftsschonend zu bauen. Dazu gibt es schon zum Glück ein paar Möglichkeiten, ein paar geeignete. Und zwar talseitig verwenden wir sehr viel die sogenannten armierten Erden, wo eben mit Kunststoffgittern Erdpakete oder eben Materialpakete errichtet werden und eben talseitig die Stützmauern vollständig begrünt werden können und dann zugleich das Aushubmaterial, das Anfallende, direkt vor Ort eingebaut werden kann. Bergseitig, womöglich, wird ja der vorhandene Fels einfach belassen, soweit er stabil ist. Oder bergseitig kann man entweder durch Bruchsteinmauerwerk mit dem örtlich vorkommenden Steinmaterial oder durch die sogenannten Zyklopenmauern eben den bergseitigen Hang stützen. Also der frühere Hofeigentümer hat offensichtlich nicht so aktiv daran gearbeitet, dass eben die Hoferschließung überhaupt in Gang gekommen ist. Der Hof wurde jetzt zwei jungen Leuten eben übergeben, die sich jetzt interessiert haben, einen Weg zu bekommen. Das war eigentlich dann der Hauptgrund. Und der zweite Grund war aber sicherlich auch der, dass diese Baustelle doch eine der schwierigsten der letzten Jahrzehnte darstellt, weil es sind natürlich nicht die leichtesten Fälle übrig geblieben bei den Hoferschließungen, sondern eher natürlich die schwierigsten. Weil es ist jetzt eigentlich ein langes Projekt, lang schon eigentlich angefragt wegen der Straße. Aber jetzt halt nach ein paar Bauzeit ist jetzt, kannst du sagen, vor der Tür warst, gell? Man muss einfach fragen, das ist sicherlich auch ein schwieriger Bau und alles und braucht seine Zeit einfach. Die Geduld muss man halt aufbringen. Also man überlegt dann nicht mehr so oft, fahr jetzt oder fahr ich nicht, weil so ist der ganze Tag hin. Wenn man, wie es vorher gewesen ist, eingegangen ist, da bist du den ganzen Tag unterwegs. Also mich freut es doch sehr, wenn ich wieder eine Hoferschließung abschließen kann und darf, weil man doch am Ende von den betroffenen Antragstellern viel Dankbarkeit spürt, weil man selber viel Genugtuung spüren kann, dass man langfristig etwas gemacht zu haben, was einmal naturverträglich ist und auf der anderen Seite eben für die Bewirtschaftung der Höfe dann wieder eine Hilfe darstellt. Sachsalb ist einer der letzten noch nicht erschlossenen Höfe in Südtirol. Insgesamt gibt es noch 13 Höfe, die nicht erschlossen sind, obwohl sie ganzjährig bewirtschaftet werden. Vor 10 Jahren waren es noch 36 Höfe. Wir kommen damit zur Reihe Adelige und Landwirtschaft. Im Porträt heute
Freiherr Karl Philipp von Hohenbühl, der sich nicht nur für Burgen einsetzt, sondern auch für die Landwirtschaft. Stefan Nicolini hat ihn bei seinen Unternehmungen begleitet. Die Obsternte ist in Südtirol derzeit im vollen Gang. Wie hier in Unterrhein in der Gemeinde Eppern gehen Erntehelfer ihrer Arbeit nach. Oberstes Prinzip ist es, die Äpfel schonend vom Baum in die Kiste zu bringen. Dabei kommen modernste Maschinen zum Einsatz. Karl Philipp von Hohenbühl schaut nach dem Rechten. Ihm gehört die Anlage. Morgen. Morgen. Morgen, Markus. Morgen. Nachher, Markus, wie geht's? Ja, gut geht's. Wir sind auch heute eben bei der Backhai-Gala und machen den zweiten Pflückgang. Ja. Und schauen recht gut aus, die Äpfel. Ja, sind schön nachgefärbt. Ja. Wir produzieren integriert, vollkommen bewusst und wir versuchen, so weit wie möglich biologisch und biotechnisch unseren Einsatz zu machen, wo wir natürlich dann manchmal Probleme haben. Da wird natürlich dann auch mit anderen Mitteln, werden dann natürlich auch andere Mittel eingesetzt. Der inzwischen 60-jährige Landwirt hat an der Wiener Universität für Bodenkultur Landwirtschaft studiert, in Pisa die Staatsprüfung als Agronom abgelegt, um anschließend in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. In der ersten Zeit habe ich einen sehr rückständigen und alten Betrieb übernommen von meinem Vater und bin einmal die ersten Jahre nur auf dem Traktor gesessen und habe versucht, die alten Rundkronen sozusagen zu roden und neue Spalier Pflanzungen zu machen mit neueren Sorten. Mittlerweile sind wir da eigentlich relativ gut aufgestellt. Der elterliche Betrieb umfasst 12 Hektar Obstwiesen und Weingärten. Ein großer Teil der Flächen erstreckt sich rund um den Ansitz Gleifheim in Eppern. Die Ernte verarbeitet der engagierte Bauer nicht selbst, sondern die örtliche Obst- und Kellereigenossenschaft. Ich bin Mitglied einer Genossenschaft, also bin ich eigentlich ein kleines Rädchen dieser Genossenschaft. Und man hat seine Rechte, aber auch seine Pflichten. Und ich habe es immer als eine Verpflichtung gesehen, dass man sich eben auch da engagiert, in gewisser Weise einbringt. Nicht nur für sich selbst, sondern für das Genossenschaftsprinzip. Das war mir schon immer sehr wichtig. Die Adelsfamilie stammt aus Therenden im Pustertal. 1270 wird ein Johannes de Hohenbühl urkundlich erwähnt, der sich den Flurnamen zulegte. Im Laufe der Jahrhunderte ist die Familie einige Stationen durchlaufend von Rasen über das Eisacktal nach Eppern übersiedelt. Diese Ahnenreihe in der sogenannten Halle beginnt mit meinen Eltern, mit meinem Vater, meiner Mutter, dann geht mein Großvater, mein Urgroßvater, mein Ururgroßvater und geht dann bis zu einem gewissen Josef David Häufler zu Rasen, der dann im Jahre 1807 den Ansitz hier gekauft hat. Neben seinem Engagement in verschiedenen Genossenschaften verwaltet bzw. bearbeitet Karl Philipp von Hohenbühl auch andere landwirtschaftliche Güter, die zusammen an die 37 Hektar umfassen. Es ist unser persönliches Anliegen auch eines jeden Bauern, das unterstelle ich einmal nicht, dass man diese Güter, die uns eben überantwortet wurden, dass wir die in einem guten, gesunden Zustand auch unseren Nachkommen übergeben. Allerdings ist die Verwaltungsarbeit nicht einfacher geworden. Im Gegenteil, die bürokratischen Auflagen sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Die Kontrollsysteme sind eine große Herausforderung für jeden einzelnen Bauern. Und es kommen dauernd neue Gesetze heraus, es kommen dauernd neue
Kontrollanforderungen heraus, ob das jetzt der neue Traktorführerschein ist für alle, die eh schon 20 Jahre am Traktor oben sitzen, das zu erneuern oder auch andere Auflagen, auch gerade der Pflanzenschutz, der vorher angesprochen wurde. Es ist eine ganz große neue Herausforderung, die nahezu bis zur Erschöpfung geht. Eine höhere Genugtuung findet Karl Philipp von Hohenbühl bei der Arbeit im Südtiroler Burgeninstitut, das von seinem Vater 1963 mit dem Ziel gegründet wurde, historisch wertvolle Schlösser, Burgen und Ansitze zu schützen und zu erhalten. Seit 1998 ist er Präsident des Vereins, der unter anderem die Trostburg bei Weidbruck verwaltet. Ja, also wir sind jetzt etwas über der Trostburg. Und wir hatten diesen Hof eben vor einigen Jahren dazugenommen. Es sind im Ganzen knapp 100 Hektar. Der größte Teil ist natürlich Wald, ein Teil Grünfläche, Wiese und ein kleines Weingut ist auch noch dabei. Und jetzt hatten wir die Gelegenheit, vor 2 Jahren mit einer Dame in Kontakt zu kommen, die sich für Kräuteranbau sehr interessiert. Sie heißt Carmen Brauns und wir haben ihr dann ein Stück Fläche von der Trostburg zur Verfügung gestellt, um hier dieses Projekt, diese Idee zu verwirklichen. Wir sind jetzt eben bestrebt, vor allem jene Kräuter hier anzusiedeln und zu erproben, die mit dem Boden zuträglich sind. Wir haben Isop, wir haben Salbei, wir haben alle möglichen Minzkräuter hier. Und auch weitere Kräuter und versuchen einfach einmal die Resistenz jetzt zu prüfen. So hat Freiherr von Hohenbühl für sich die nötige Balance zwischen Tradition und Innovation gefunden und ist sich der Möglichkeiten bewusst, die dieses Land bietet. Wir leben in einem begnadeten Gebiet. Es ist ein ganz enormer Wert, den wir hier zu verwalten haben. Und es ist unsere Aufgabe, die uns in die Wiege gelegt wurde, diese Natur so gut wie möglich zu erhalten. Und das ist die Urkraft, die in uns drin steckt, dass wir auch Anwälte dieser Naturlandschaft sind, dass wir diese Naturlandschaft so pflegen, wie wir sie dann unseren Kindeskindern und Kindern eben weitergeben wollen. Das war Land und Leben mit einem Besuch bei Karl Philipp von Hohenbühl in der Reihe Adelige und Landwirtschaft und mit einem Ausflug auf die Schnalzer Schafalmen im Ötztal und auf den Sachsalbhof, der zurzeit mit einem aufwendigen Wegeprojekt erschlossen wird. Danke für Ihr Interesse. Wir sehen einander wieder in einem Monat. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.